Hallo und herzlich willkommen zum vierten Lauf von MXGP2 mit mir, Alawach 1993. Natürlich als Fahrer, als Kommentator und als Teamchef natürlich. Wir fahren heute in Italien in den Pietra Murata und der Grund ist Schotterlänge 1660 Meter. Und ich würde sagen, auf geht's zur Strecke. Ich habe heute mal schon den Schwierigkeitsgrad höher gestellt und zwar auf Maximum, auf realistisch. Ich weiß noch nicht, vielleicht stelle ich den auch nochmal runter auf schwer. Aber was ich mitgekriegt habe, die Dynamik, was ich gestern vor euch schon angesprochen habe, des Bodens ist verbessert worden. Das heißt, es geht auch mit einem Schwierigkeitsgrad einher. Alles klar. Also realistisch, da werden die Boden, also ist der Kombi-Schnelle, die Furchen und alles. Also ich habe eben schon ein paar Runden im Training gedreht. Wie gesagt, für mich sind halt viele Strecken hier drin neu. Die sind in dem Kalender halt scheinbar neu reingekommen. Habe ich gestern ja schon gesagt. Und ja. Es waren, keine Ahnung, 3-4 Runden und da waren schon ordentliche Löcher drin. Finde ich auf jeden Fall mega krass geil. Und realistisch ist natürlich auch mega schwer. Ist halt realistisch, ne? Klar, logisch. Und ja, da musste ich mich gestern, also musste ich mich schon ordentlich anstrengen. Also holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass realistisch so extrem schwer ist hier. Weil Teil 1, das ging eigentlich. Man musste sich schon anstrengen. Aber man konnte trotzdem noch ganz entspannt fahren. Gut, die Qualifikationsläufe waren in Teil 1 auch schon schwerer als in das Rennen an sich nachher. Aber ja, schauen wir mal, wie wir uns hier so schlagen. Ich glaube, ich werde aber wirklich bei realistisch bleiben. Das ist halt so eine kleine Herausforderung. Weil nur vorne fahren ist halt auch langweilig. Ist natürlich geil wegen den Punkten und so. Ah, ups, falsche Richtung gescrubbt. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist halt, es kann natürlich sein, auch wenn ich jetzt eine super Zeit fahre, obwohl, wenn ich nur unter eine 1,43 fahre, bin ich eigentlich gut bedient und das wird eine 1,44. Egal. Wir spielen No Risk, No Fun. Ich glaube nicht, dass ich damit Vierter bleibe. Ich denke mal, ich werde auf den 8., auf den 10. abrutschen. Okay. Gut, dann starten wir halt vom 10. aus. Das ist auch nicht das Problem. Ich habe jetzt 150 Punkte und der andere, glaube 114 oder 124. Irgendwie so. Punkte jetzt in der gesamten Tabelle. Also von daher sollte es trotzdem passen, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen verkacke. Ich werde halt mal schauen. Oh. Ich werde halt immer schauen. Vielleicht stelle ich doch nochmal runter auf schwer. Wenn es nicht so laufen sollte, auf realistisch. Aber mal schauen. Hopp. Aber ich sag mal so, wenn ich denn doch die Ansätze sehe, wenn das wirklich so ist wie in Teil 1, da sind die Rennen bedeutend einfacher gewesen als die Qualifikationsläufe als auf realistisch. Und wenn ich da denn in den Quali-Läufen halt nicht so gut abschneide, gut, das interessiert ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Es gibt natürlich eine kleine Prämie. Gut, die ist aber nicht so dramatisch, die ich denn da kriege, wenn ich da eine gute Platzierung erfahre. Also einfach. Na, scheiße. Sowas darf natürlich nicht passieren. Die fahren mir natürlich wieder mal über die Geräten. Wie soll es auch an der sein? Hopp. Na, das kam gar nicht mal so schlecht. Also wir sind Achter. Wir können, haben auf jeden Fall auch noch die Chance, auf dem Podium zu fahren. So ist es nicht. Natürlich muss ich jetzt meine eigene, ja, meine eigene Linie, meine eigene Rennlinie mehr oder so, mehr oder weniger finden. Wie ich halt jetzt Zeit aufholen kann. Das ist meist halt außen. Sowas an Schilder hängen bleiben ist natürlich dumm. Sowas darf mir natürlich nicht passieren. Die Kurve kriege ich hier nie so ordentlich. Ja, aber meist muss ich halt jetzt außen fahren, um halt meine Rennlinie zu fahren. Um halt auf den Speed zu kommen. Das war doof. Darüber zu fliegen. Das ist mir vorhin die ganze Zeit nicht passieren. Die Strecke hat es auf jeden Fall ordentlich in sich. Macht aber auch mega Spaß, das muss ich sagen. Und realistisch ist schon ordentlich schwer. Das muss ich dazu auch mal sagen. Hopp. Aber dennoch ist es möglich, hier Erster zu werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das ja, Let's Play halten kann. Na, vielleicht werde ich auch da nur runtergehen auf schwer. Na, schauen wir mal. Weil die fahren schon ordentlich. Aber wie gesagt, ne, ich bin aktuell 9. Das Problem ist ja, nicht da noch vorauszufahren. Ich muss halt nur dranbleiben, darf keine Fehler machen. Dann passt es schon. Ah, die kriegen halt die Kurven bedeutend besser als ich. Zack. Machen wir mal einen Scrub drüber. Hier kommen wir natürlich wieder perfekt drüber.
weil die nehmen halt natürlich immer in. Und in ist natürlich bedeutend schneller, klar. Weil du hast keinen größeren Weg. Aber du kannst natürlich außen lang auch schneller sein, weil du hast da halt mehr Speed drauf. Das sieht natürlich auch geil aus. Mach ich natürlich auch gleich mit. Und die whippen, also scrappen jetzt wieder mehr. Das war auf dem Mittel nicht so der Fall. Der Sprung, dieser kleine Bumper davor war ein bisschen scheiße. Zack. Aber wenn ich halt die Innenkurven gut nehme, bleibe ich halt dran. Wie gesagt, ich muss halt einfach nur dranbleiben. Und das reicht ja schon. Da aufpassen bei der Kurve, da packe ich mich nämlich sehr häufig. Weil da ist so ein kleiner Wall drin, so ein kleiner Absatz, wo du dich halt wirklich schnell ledern kannst. Was natürlich dann ätzend ist. Ja, hier tragen wir uns mal ein bisschen raus, um den Speed ein bisschen mitzukriegen. Hier fahren wir auch mal außen lang. Aber nicht mit Fullspeed. So. Aber ich höre hinter mir schon die Motorrennen der anderen Maschinen. Der 10-Platzierten und alles. Zack. Hier werde ich wieder schön außen lang fahren. Ich bleibe halt dadurch mehr auf Speed. Die anderen fallen vielleicht auf... Ich fahre da mit 66, glaube ich, km/h rum. Und die anderen fallen auf 56 ab. Ja, die Kurve hat sie auch in sich. Ich mache lieber nicht so doll. Ich komme nicht ran. Holy shit. Oh Mann. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, hier für mich irgendwas zu reißen. Aber gut, eine Platzierung. Ja gut, mein Gott. Dann habe ich mal eine schlechte Platzierung. Oder zwei schlechte Platzierungen. Aber ich glaube, wir werden uns steigern. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Mal auf schwer wieder runterstellen. Aber das macht trotzdem schon Spaß, dass wir uns... Ja, doch. Ich werde dann wieder auf schwer runterstellen. Und dass wir uns dann ein bisschen steigern. Dass ich dann auf schwer mich ein bisschen eingewöhne. Und das dann halt so mache. Und hopp. Weil ich würde die ganz erste Karriere halt doch ganz gerne schön und ordentlich abhaken. Ah, fuck. Das meine ich. Hier sieht man jetzt schon ordentlich die Spuren drin. Das war auf dem Mittel nicht so. Finde ich aber gar nicht mal so blöd, das in den Schwierigkeitsgraden... Scheiße. Zu unterteilen. Ja gut. 11., 12., 12., ja. Das natürlich in der letzten Runde ist natürlich denn richtig dämlich, dich da zu schmeißen. Meine Fresse, Mann. Das ist schon hier so. Das wäre eigentlich übelst unnötig gewesen, dieser Sturz. Na gut, egal. Kann man halt nicht machen. Kann man halt nicht ändern. Leider ist das so. So. Und hopp. Ja gut, ich werde definitiv nicht nochmal 9. Ich hab... Ja, der erste hat 1,5 Sekunden Vorsprung. Das heißt, das werde ich nicht hinkriegen. Und vor uns ist halt schon der Ziel. Wir müssen jetzt nur noch die Kurve fahren, dann nochmal eine kleine Linkskurve und dann eine starke Rechtskurve und dann sind wir halt schon im Ziel. Und das kriege ich halt nicht hin. Auch wenn ich nochmal außen lang fahre. Na gut, egal. Beenden wir heute mal diesen Lauf. Den ersten Lauf von der 4. Strecke als 12. Auch kein Problem so gesehen. Ich kriege trotzdem 9 Punkte. Ist jetzt nicht so schön für die Sponsoren, dass da... Ja, dass ich meine Punkte im Vorgabe nicht erreicht habe, aber hey. Weil ich muss ja, um die Sponsoren zu erfüllen und den Ruf und alles gerecht zu werden, halt 33 Punkte oder sowas erreichen. Das heißt, ich müsste jetzt Erster werden. Dann könnte ich den Ruf noch alles kriegen. So. Ja, natürlich. Wieso? Ey, die fahren alle über mich rüber. Wie soll ich denn da jetzt wieder was vorkommen? Ich habe schon gebremst bis zum Gehtnichtmehr. Und da hatte ich halt wirklich auch keine Chance, da irgendwie auszuweichen. Ich habe eigentlich gehofft, dass er ein bisschen weiter rüberfährt und nicht mich da genau einquetscht. Das fand ich ein bisschen, ja, blöd gemacht, ehrlich gesagt. Na gut, erstmal hin 10. Nein! Ich bin da wieder hängen geblieben. Die brechen mir auch jedes Mal die Gräten, Mann. Holy shit. Fahren wir hier außen lang. Zack. Also ich hier die ein oder einen anderen halt im... Ja, genau. Falle ich halt runter. Genau, schubst mich von der Strecke, du Penner. Zack. Jetzt krabben wir mal nach links. Der 16. Holy shit. Außen anlehnen und Vollgas wieder raus. Aber solange das Feld noch so eng zusammen ist, kann ich mir auf jeden Fall noch eine gute Platzierung erarbeiten. So ist es nicht. Aber es wird schwer. Es wird mega schwer. Dann
kam natürlich noch so weit, dass man hinten wegrutscht. Na, komm, 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 komm. Ich muss natürlich auch viel mit dem Gas spielen, ist klar. Zu viel Gas ist natürlich auch nicht gut. Na, die Kurve habe ich schon mal bedeutend besser gekriegt als vorhin. Natürlich kommt die Übung umso besser, oder so oft, umso öfter du halt die Strecke fährst, umso eingespielter und eingefuchster wirst halt in der Strecke. Da weißt du halt, wo du Gas geben kannst, wie viel Gas, alles drum und dran. Klar, logisch. Der liebe fährt vor uns. Hier will ich nochmal. Ich glaube, hier außen lang zu fahren, ist echt der Schwachsinn. Ich glaube, damit verliere ich viel zu viel Zeit. Ich glaube, da muss ich doch auch innen nehmen. Dann sind wir an dem schon mal vorbei. Aber das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kampf, den ich hier machen muss. Holy shit! Oh, hier werde ich mal nicht rüberwippen. Boah, es grabt mich. Ich habe nämlich keinen Bock, mich irgendwie zu packen. Das war eigentlich, hat eigentlich immer ganz gut geklappt, weil ich dann halt wieder schneller hier drüber bin. Alter, schmeiß dich bloß nicht, Mann. Ich habe mich, ehrlich gesagt, habe ich mich eben schon wieder hinfallen sehen, ohne Scheiß. Dann machen wir einen kleinen Whip. So, wenn ich 9. oder 8. werde, wäre das eigentlich gar nicht mal so schlimm für mich. Ich muss halt immer nur, wichtig ist halt, hau ab, wichtig ist halt nur an den anderen Teilnehmerfeld halt dran zu bleiben. Aber wie gesagt, ich werde halt auch von realistisch auf schwer runterstellen. Ich habe es jetzt eigentlich nicht. Da war der kleine Wall. Ich habe echt damit gerechnet, dass es nicht ganz so schwer ist auf realistisch. Wie gesagt, ich bin halt Teil 1 gefahren und da waren die Rennen eigentlich recht einfach auf realistisch. Nur halt die Qualifikationsrunden waren mördermäßig. Aber hier scheint es wohl sich durch die Qualis, durchs Training Quali und auch durchs Rennen zu ziehen, das realistisch halt realistisch gut ist. Ja gut. Ja, das heißt, wir testen dann beim nächsten Mal schwer aus. Also schwer wird dann halt so ein gutes Mittelmaß sein, dass ich mich ein, zweimal hinschmeißen kann. Ungewollt natürlich. Aber dennoch die Leute halt krieg. Und da haben sich zwei geschmissen. Das ist gar nicht mal so schlecht für mich. Vielleicht kriege ich ja doch noch den 8. Natürlich machen die dann auch mehr Fehler. Klar, logisch. Weil die kämpfen ja, ne? Die fahren dann ja härter im Zweikampf. Auch untereinander. Das heißt, die packen sich höher häufiger. Da muss nicht wieder hängen bleiben. Und das ist dann für mich halt auch wieder ein bisschen besser. Ich werde hier auch mal innen nehmen. Ach, der, ich komme. Also das ist gar nicht mal so abwegig, hier noch den 8. Platz zu erreichen. Oh, ein bisschen da noch fahren. Hier mal einen Whip drüber. Diesen Sprung haben wir eigentlich auch gar nicht mal so schlecht genommen. So. Zack. Ah, gar nicht mal so schlecht. Also ja, da merkt man halt, wie man halt die Streckenveränderungen mit beachten muss. Da wieder über den kleinen Wall rüber. Den sieht man halt kaum. Ich hab mich ja jedes Mal geledert im Training. Ich habe mich mehr gewundert, wieso denn? Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass da ein kleiner Wall drin ist. Also eine kleine Erhebung. Und ja, wenn man sich da dann halt zu tief reinlehnt, ne, klar, logisch. Dann packst du dich ja auf den Maul, wenn du da hängen bleibst mit einem Fußrasten oder sonst irgendwas. Das könnte vielleicht was werden. Ja, hier mache ich mal keinen Whip. Ah, ich bin ja jetzt bedeutend schneller. Da ich ja außen lang heiz. Ah, der 8. ist gar nicht mal so weit fern. Jawohl, wenigstens noch 8. geworden. Woo! Aber wie gesagt, ich werde halt runterstellen auf schwer. Und damit sollte dann auf jeden Fall auch die Möglichkeit bestehen, da ordentlich abzuschneiden. Was habe ich jetzt gekriegt? 22 Punkte, schade eigentlich. Bin aber trotzdem noch mit sage und schreibe knapp 20 Punkten Vorsprung. 19. Also von daher passt es jetzt auch an sich. Ja, Teamziel nicht erreicht. Gut, mein Ansehen ist geschrumpft. Ja, passiert halt mal. Kann man nicht ändern. Ja, wir haben natürlich auch ein MXGP-Magazin. Das habe ich euch gestern vergessen zu zeigen. Ja, Bravo Fabre beendet den Grand Prix von Italien nach einem großen. Könnt ihr alles ansehen. Also von daher. Ich finde auch immer geil gemacht, dass das halt originale Bilder sind von Original, also von dem, ne, von Real Live. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich bin Alawach 1993. Ich hoffe, der 5. Lauf hat euch
auch wieder gefallen mit, ja, Schwierigkeitsrealistisch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.